Hey, schön, dass ihr euch dieses Video anschaut. Wir wollen euch willkommen heißen hier bei Loving Care Ministries Deutschland. Dieser Verein ist gegründet worden von Pastor Yusuf Padam aus Indien und seiner Frau. Und wir freuen uns total, erleben zu dürfen, was Gott heute tun möchte. Ich möchte euch kurz sagen, wie dieser Ort hier entstanden ist. Als 2014 Loving Care diesen Ort übernehmen konnte, war es ein Bauernhof mit vielen alten Gebäuden. Heute ist es wirklich ein Ort, an dem viele Menschen leben können und Gottesdienste gefeiert werden. Wie ist das möglich? Yusuf Padam hatte die Vision, dass hier ein Haus entstehen soll, in dem Menschen leben können. Es ist wirklich ein Wunder, wie Gott jeden Schritt versorgt hat. Wir hatten nicht das ganze Geld zusammen, bevor wir dieses Haus bauen konnten, sondern wir durften bei jedem Schritt erleben, wie durch den Glauben Gott uns mit Menschen und Finanzen versorgt hat. Von diesem Ort aus machen wir auch Outreaches. Outreaches bedeutet, zu Menschen hinausgehen, die die Liebe Gottes vielleicht noch nicht so erlebt haben. Das passiert zum Beispiel im Bahnhof in Bassum. Jeden Samstag stehen wir dort mit einem Zelt. Wir verteilen kostenlos Kaffee, Kuchen, Tee und kalte Getränke. Und hier können wir neuen Menschen begegnen und den neuen Menschen Hoffnung geben und Menschen ermutigen, einfach an Gott zu glauben und als Bibel zu lesen. Gott liebt jeden Menschen. Besonders die, die verachtet sind in der Gesellschaft und die es sehr, sehr schwer haben. Für die hat Gott ein Herz. Und das passiert am Bremer Bahnhof jeden Samstag seit über 12 Jahren, seit 2008 jeden Samstag werden dort Hotdogs an bedürftige Menschen verteilt. Dadurch wird ihnen gezeigt, wie sehr Gott sie liebt, dass Gott sie liebt, weil er Menschen zu ihnen schickt, die Woche für sie da sind. Aber nicht nur das, sondern es gibt ein Haus in Bremen, das Jesushaus, in dem Menschen eingeladen werden, einen nächsten Schritt zu gehen, wo sie erleben, was es bedeutet, Familie zu haben und mit anderen Menschen zusammen am Tisch zu sitzen, vom gleichen Essen zu essen, vom gleichen Tisch zu sitzen, gemeinsam zu beten und Lobpreis zu machen. Ich bin hier Teil des Jesushauses und ich habe hier einen Platz gefunden, wo ich mich einbringen kann und wo ich jeden Tag neu spüre, wie der Herr mich benutzt. Und dadurch fühle ich mich einfach hier wohl an meinem richtigen Platz und das ist genau das, was ich auch brauche. Ja, also dieses Gemeinschaftsleben, was wir hier haben, das ist einfach eine starke Jüngerschaftsschule. Also man kann sich das so vorstellen, wir leben zusammen, wir essen zusammen, wir beten zusammen, wir haben Bibelandachten gemeinsam und verbringen auch einfach unsere Freizeit. Ja, aber auch einfach das gemeinsame Leben, das gemeinsame Kochen, das gemeinsame Beisammensein. Ja, es ist ein Leben in Jüngerschaft, so wie damals Jesus mit seinen Jüngern Gemeinschaft hatte. So können wir das hier auch leben in gewisser Weise. Und ja, ich bin super dankbar. Also Gemeindeleben. Gemeindeleben ist einfach stark, weil Gemeindeleben ist ein Leib Christi, so sagt die Bibel das. Und das bedeutet, ein Leib hat ganz, ganz viele Teile. Und alle Teile wirken in einem Leib zusammen. Und das ist so cool, gerade an Gemeinde zu sehen, wie es so viele Bereiche gibt, die alle zusammen ineinander greifen. Gerade hier, wir haben natürlich die normalen Gottesdienste, die wir zusammen feiern dürfen, wobei das auch aufgeteilt ist. Die Männer, die Frauen haben einen eigenen, die Jugend hat einen eigenen Gottesdienst, dann Gebetsabend am Freitag und Sonntag der Sonntagsgottesdienst. Und das ist natürlich ein riesiger Teil, die Gemeinschaft hier zusammen. An unserer Gemeinde mag ich besonders gerne, dass wir so eine große Familie sind. Man merkt sehr die Einheit und ich bin davon jedes Mal begeistert, weil ich glaube, es ist nicht normal, dass Menschen, die aufeinander kommen, so liebevoll miteinander sein können. Und das, was den Unterschied macht, das ist Jesus. Genau, ich mache den Kinderdienst hier und das ist einfach, ja, sein Plan ist, dass die Kinder hier sind und das nehmen wir so an und das wollen wir auch, diese Kinder wollen wir einfach auch mitnehmen, wir wollen sie einfach voranbringen, wir wollen, dass sie im Glauben vorankommen. Und dass sie einfach eine Begegnung mit Jesus haben. Every day, every day.
das ist total interessant, wie Bethany Revival Worship entstanden ist. Jesus Padam hat uns immer wieder ermutigt und gesagt, schreibt Songs, weil Gott möchte was sagen. Gott hat was auf dem Herzen, was für jetzt, für diese Generation, für dieses Jahr entscheidend und wichtig ist. Und dann genau, haben Annelie und ich uns immer wieder hingesetzt und Gott einfach gesucht, seine Gegenwart gesucht und ihn gefragt, was er sagen möchte. Und so ist dann quasi ein Lied nach dem anderen entstanden. Welcome here, Bethany Revival Church. Schön, dass du mit dabei sein sollst. Komm uns gerne besuchen und sei ein Teil von Gottes unglaublicher Familie auf dieser Erde.